Hier würde ich gerne noch was machen. Und zwar einfach nur so einen kleinen Fensterladen. Ein sehr schönes Detail sind auch immer diese handgedrillten Eisenringe, die leicht angerostet sind. Könnte man natürlich jetzt für die Tür verwenden, aber wie schon erwähnt, da man diese ja so und so nicht richtig sieht, wäre es ja reine Verschwendung. Wenn, dann machen wir einen ganz einfachen Griff mit einem kleinen Stück Holz. Da zwicke ich mir einfach so ein Stückchen hier ab. Kann das noch ein bisschen abrunden hier, ein bisschen abschmirgeln und dann hier so schräg ankleben. Beziehungsweise in dem Fall natürlich links, weil wir gesagt haben, die soll links aufgehen. Gut, in der Realität würde das so natürlich jetzt keinen Sinn machen. Da würde man ja zur Wand reinkommen. Aber darum geht es ja jetzt nicht. Es geht ja nur darum, dass man hier eben einfach nur so reingucken kann und das Licht, wie gesagt, ein bisschen durchkommt, wenn man es von innen noch beleuchten mag. Diese Eisenringe kann man natürlich jetzt auch an manch anderen Stellen festkleben, zum Beispiel um Tiere anzubinden oder ähnliches. Leim wieder etwas antrocknen lassen, aber man kann auch ein bisschen nachhelfen, wenn der immer noch runterkullert, da einfach leicht beschweren. Der Fensterladen sollte auch leicht geöffnet bleiben, einfach wegen dem Licht auch schon. Können Sie sich schon vorstellen, wenn das von innen beleuchtet ist, kommt einmal hier das Licht ein bisschen durch und natürlich auch durch die Türe. Sieht bestimmt toll aus. Hier würde ich auch noch gerne so eine Ablage machen. Kann man da zum Beispiel jetzt auch wiederum vielleicht irgendwas so, ein paar Stangen oder wie auch immer so hinstellen oder Werkzeuge. Und hier auf der Seite vielleicht gleich ebenfalls. Ja, eine Leiter brauchen wir auf jeden Fall auch noch. Wenn man die jetzt hier hinstellt, weiß nicht, das sieht ein bisschen komisch aus, weil da haben wir ja so und so schon die Treppe. Gut, könnte man natürlich schon, aber wo macht es sonst Sinn? Hier drüben macht es auch keinen Sinn. Also wenn, dann höchstens so schräg vielleicht, ne? Oder auch irgendwo an eine Wand gehängt. Das ginge natürlich genauso. Zum Beispiel hier oben. Ne, da haben wir keinen Platz mehr. Gut, das kann man ja später gleich noch probieren. Auf jeden Fall bauen wir mal die Leiter. Dazu verwende ich jetzt einfach verschieden starke Rundstäbe. Der Einfach halber mache ich es jetzt so, dass ich zunächst mal nur oben und unten ein dünnes Stäbchen anklebe. Und dann einfach zuerst mal trocknen lasse. Sonst rutscht mir das viel zu viel da hin und her. Dann würde ich schon gerne beginnen wollen, die Grundplatte zu gestalten. Zuerst mal mit diesen Bodenfliesen. Da sind in den Sets schon ein paar dabei, aber die können Sie natürlich auch extra in größerer Menge bestellen. Den Leim sollten Sie hier relativ dick auftragen und vielleicht auch nicht gleich auf die Gesamtfläche, die Sie bestücken möchten, sondern wirklich nur Schritt für Schritt. Nicht, dass der schon bereits zu viel antrocknet. Lassen Sie bei den Bodenfliesen auch ruhig immer etwas Abstand, denn die werden wir gleich noch verfugen mit dem Sand. Auch kann man die ruhig mal querlegen und dann wieder längs oder auch mal brechen. Da sind halt dann welche entsprechend schon kaputt gegangen. Und dann auch gleich immer mit den Fugen den Sand einstreuen. Die Fliesen müssen auch nicht unbedingt immer ganz eng zusammen sein. Ruhig mal ein bisschen mehr Abstand lassen. Da kann später auch ein bisschen Gras herauswachsen. Mit einem trockenen Pinsel können Sie jetzt einfach den Sand hier vorsichtig wieder abkehren. Jetzt nehmen wir wieder unser Leimwasser zur Hand und träufeln das Ganze entsprechend auf. So können Sie auch gleich ein paar Unebenheiten gestalten. Auch die andere Fläche könnten wir gleich mit Sand bestreuen. Allerdings würde ich Ihnen zusätzlich empfehlen, unser neues Landschaftsset zu bestellen. Denn da haben Sie dann
sehr, sehr viele andere, schönere Möglichkeiten, sich alles zu gestalten. Diesen Sand können Sie ruhig etwas dicker aufstreuen und mal einige Zeit trocknen lassen. Vielleicht können wir uns ja zu diesem Tischchen da hinten noch so einen kleinen Schemel dazu bauen. Da habe ich jetzt einfach so ein Stück Brettchen genommen, dann zwei so kleine Kanthölzchen und aus den Rundstäben einfach ein paar kurze Stücke. Die können auch ruhig leicht schräg befestigt werden. So, jetzt können wir noch mal schauen wegen unserem Baum. Also hier wird es mir schon besonders gut gefallen, glaube ich. Schauen wir noch mal hier auf der Seite. Nee, irgendwas stört mich da eher dran. Und hinten dran, ja, da würde man einfach zu wenig sehen. Ich entscheide mich jetzt einfach mal für hier, würde ich mal sagen. Und dann würde ich jetzt auch gerne gleich ein paar Felsen hier ankleben. Die bekommen Sie auch in meinem Online-Shop, beziehungsweise die gibt es auch in dem Landschaftsset. Da sind zumindest auch ein paar dabei. Vielleicht können wir es hier auch so machen, dass ich den so anklebe, dass dieser Ast hier nochmal am Dach anstößt. Dann kann ich das nämlich da zusätzlich nochmal ankleben. Vielleicht so rumdrehen hier. Ah, noch ein bisschen näher, vielleicht so. Und das habe ich natürlich jetzt mit Heißkleber gemacht und jetzt klebe ich zusätzlich hier mit Leim das richtig gut an. Und streue auch gleich ein bisschen Sand drüber. Dann bekommt man das kaum noch weg, wenn das mal richtig trocken ist. Zusätzlich suche ich mir da ein, zwei schöne Felsen aus. Die klebe ich jetzt auch wieder direkt an den Baumstamm an. Es gibt ja auch noch mal zusätzlich Halt. So vielleicht. Ja, und damit das jetzt nicht so aussieht, als wären nur an dem Baum hier irgendwelche Felsen rausgewachsen oder so, würde ich gerne hier entweder oder auch hier links drüben irgendwo, vielleicht an der Mauer. Nee, hier auf keinen Fall, da haben wir ja die Ruinenbausteine. Hier passt es auch nicht so gut. Aber zumindest hier noch mal im Eck entweder. Oder dann tatsächlich hier ganz links irgendwo nochmal. Wobei da hinten würde ich so und so gerne dann noch ein bisschen Landschaft gestalten, vielleicht wo es so ein bisschen steil hoch geht eventuell. Da schauen wir dann gleich nochmal. Hier habe ich gerade nochmal so einen Felsen gefunden, der passt gerade so wunderbar da rein. Dann klebe ich den doch noch hier hin. Da müssen die halt hier rumlaufen. Gut, da versperren wir jetzt zwar denen den Weg, aber ich glaube, das gefällt mir einfach irgendwie gut hier. Dann mache ich das jetzt so, dass ich hier noch ein bisschen Sand anstreue, so dass das wirklich aussieht, als wäre sozusagen der Felsen hier aus dem Sand herausgewachsen, beziehungsweise der Wind jetzt einfach den Sand hier hingeweht hat oder wie auch immer. So sind die eben schön integriert in die Landschaft. Und jetzt kann man zusätzlich wieder mit Leimwasser hier einfach den Sand ein bisschen hier so hinschieben. Und da können wir das Ganze dann zum Beispiel auch mit Blümchen bestücken oder natürlich Gras und so weiter. Da kommt es dann darauf an, ob Sie zusätzlich dieses Landschaftsset bei mir kaufen. Zusätzlich gibt es allerdings auch noch das Blumenset oder auch das Laubset und so weiter. Das zeige ich Ihnen aber auch noch gleich. Dann habe ich mir da auch nochmal so einen kleinen Fensterladen gebastelt. Jetzt hoffe ich bloß, ich komme da noch hin. Hätte ich vielleicht vor dem Baumpflanzen machen sollen. Aber mit einem Pünktchen Heißkleber geht das alles. Gegebenenfalls noch an manchen Stellen hier die Baumwurzel ein bisschen stutzen, falls die mal zu lange weghängen hier. Natürlich werden wir den Baum noch entsprechend begrünen oder belauben. Hier stellen wir auf jeden Fall mal so ein kleines Blumentöpfchen hin. Ich finde, das passt jetzt einfach dahin. Es muss einfach sein. Und da werde ich das allerdings noch ein bisschen bepflanzen mit Blümchen dann später. Die Frage mit dem Holzstapel ist ja immer noch eigentlich offen, ob wir den hier jetzt da hinten hinstellen, was einerseits unlogisch wäre, weil wenn da jemand reingehen möchte, würde es ja nur stören. Rein optisch würde es eigentlich recht gut ausschauen. Genauso gut könnte man es aber zum Beispiel hier hinstellen, das wäre vielleicht noch schöner. Aber ist egal jetzt momentan, weil wir wollen den so und so noch ein bisschen hier höher bauen.
Genauso wie die Leiter auch, da bin ich mir auch noch nicht sicher, wo wir die hinstellen. Gut, im Grunde genommen lässt man das ja normalerweise so und so lose eher, sodass man es auch immer wieder umstellen kann. Wir können uns auch einen Baum stellen. Wäre eigentlich auch ganz hübsch. Fällt mir gut. Dann ist diese Ecke schon mal wahnsinnig interessant jetzt. Wenn wir dann noch ein bisschen die Grünen und so weiter, wäre das schon fast fertig eigentlich, so ziemlich. Die Ecke hier. Die Leiter hier hinzustellen, ich weiß nicht genau warum und wieso, aber das würde mir jetzt eher stören. Durch die Treppe einfach, dann ist das so doppelt gemoppelt irgendwie. Kann es gar nicht erklären, aber da sagt eben auch mein Auge, nö. Gut, hier wäre auch noch eine gute Variante. Oder wahrscheinlich noch die einzige Variante, sonst wüsste ich jetzt auch nicht, wo es noch hinpassen würde. Hier hinten wäre es schon wieder zu versteckt. Gut, hier könnten wir es auch hin tun eventuell. Der Zaun, die Frage des Zauns. Also hier wäre es ja eigentlich jetzt komplett unlogisch, außer man sagt, man muss hier gar nicht durchlaufen oder soll gar nicht durchlaufen, dann wäre es okay. Und dann müsste man hier noch einen anbauen. Oder auch so schräg zum Beispiel. Hier vorne würde ich es eigentlich direkt so nicht machen, wenn dann vielleicht nur mit so einem Gatter, ein offenes, weil da soll man ja eigentlich normal schon vielleicht noch reinlangen können, um Figuren aufstellen zu können. Außerdem, nee, also so komplett durchbauen, das wäre jetzt glaube ich nicht richtig. Hier im Eck halt wieder, das ist so standardmäßig, kann man schon fast sagen, oder hier abschließen lassen. Ja, entscheiden Sie das für sich selbst bei Ihrer Krippe, wie und was Ihnen da am besten gefällt. Schon mal hier auch eine Idee. Ich habe mir so ganz kleine Stückchen mal abgezwickt von der Baumwurzel. Die kann man so hier irgendwo in die Felsen stecken zum Beispiel. Dann schneide ich mir noch mal ein paar kürzere Stücke da entsprechend ab. Vielleicht so 2, 3 Stück. Dann kann ich mir damit nämlich auch hier unten diese Baumwurzel so gestalten. Das war jetzt vielleicht der falsche Platz, auch wenn es optisch gut ausschaut. Die wächst da so quasi fast durch den Felsen durch. Die muss natürlich beim Baum anstoßen. Zum Beispiel hier, das gefällt mir auch sehr gut. Eine richtig schöne Stolperfalle in dem Fall, aber sieht gut aus. Gegebenenfalls auch wieder mit Leimwasser hier ein bisschen antupfen.